Ich spreche heute mit Josephine. Josephine ist Maßschneidermeisterin und spezialisiert auf individuelle Figuren. Das heißt Maßanfertigung für reale Körper und nicht nur für Standardmaße, sondern gerade spezielle Haltungsthematiken, besondere Figurtypen. Und wir sprechen heute darüber, worauf es ankommt, wenn man einen perfekt sitzenden Schnitt für einen individuellen Körper erstellen möchte, was da so die Knackpunkte sind, damit der Schnitt am Ende wirklich perfekt sitzt und nicht nur so ungefähr. Und wir sprechen auch darüber, warum so wenig zugängliches Wissen zu Schnittkonstruktion es da draußen so zu finden gibt und wie sich der Blick auf den eigenen Körper verändert, wenn man mal anfängt, sich mit Schnittkonstruktion richtig auseinanderzusetzen. Josephine ist übrigens auch die leitende Schnittdirektrice und Mentorin in der Maßschnittakademie. Schön, dass du da bist, Josephine. Ja, finde ich auch schön. Schön, dass wir Cool. drüber sprechen. Ja, voll. Okay, du arbeitest ja jeden Tag eigentlich so mit den unterschiedlichsten Menschen zusammen. Und es gibt kaum was, was du noch nicht so gesehen hast an Figuren, an Proportionen, an Haltung. Was sind so die häufigsten Fehler, die da passieren, wenn der Schnitt nicht richtig passt? Also ein generelles Problem ist definitiv die Selbsteinschätzung. Die ist also die Einschätzung von seinem eigenen Körper, seiner Körperhaltung, Proportionen. Man kann so viel messen, wie man will, wenn man von sich selber ein anderes Bild hat als das, was man halt wirklich ist, ist das schon mal eine eher schlechte Grundlage, um sich an Grundschnitt ranzumachen. Also dieses sich selbst analysieren ist der erste super, super wichtige Schritt, um einfach schon eine bessere Grundlage zu haben. Ich glaube, das größte Problem bei Anpassungen oder Passform ist, dass viele einfach den Blick dafür nicht haben und dass das super, super schwer ist, sich irgendwie aus super vielen Quellen selber zusammenzusuchen, weil man auch den Zusammenhang einfach von Schnitt und Körper von alleine manchmal nicht versteht. Und ich glaube, das ist eigentlich mit das größte Problem, das Fehler sehen und zu verstehen, woher kommt das? Weil man kann nicht sich selber betrachten und dann einfach, also direkt aus dem Lehrbuch die Anwendung ohne, also die Änderung einfach anwenden, ohne seinen Körper auch zu betrachten. Und ich glaube, das ist eigentlich so das Hauptproblem, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, wo man einfach nicht weiß, woher kommt die Falte da jetzt? Was soll das? Warum ist die da? Welche Ursache hat das auch? Nicht nur im Schnitt, sondern auch am Körper quasi. Ja. Also würdest du das sagen, dass man das als Laie so gar nicht kann oder was braucht es, um das als Laie auch machen zu können, wenn man jetzt nicht so eine Ausbildung durchläuft wie du oder nicht jahrelange Berufserfahrung dann sammelt? Wie ist das möglich? Also ich glaube schon, dass man als Laie auf jeden Fall Fehler erkennen kann. Das auf jeden Fall. Also man, gerade wenn man gerne näht, weiß man, also es hat ja auch was mit Wohlfühlen zu tun und man sieht Falten, man sieht Spannungen, man sieht Beulen, das sieht man alles, auch als Laie. Und ich glaube, dass so Körpermerkmale, mit denen man selber viel zu tun hat, also wenn man einen großen Busen hat, dann weiß man einfach, dass viele Passformfehler bei seinen Teilen an dem großen Busen liegen. Also man kann schon als Laie super viel sehen, aber was es braucht, um wirklich den Schritt zum Verständnis, sage ich mal, zu machen, ist einmal Übung, viele verschiedene Körper sehen, also nicht nur sich mit seinem eigenen Körper zu beschäftigen, sondern vielleicht auch zu sehen, wie macht das jemand anders mit einer anderen Körperform. Und vor allem echte Körper betrachten. Also keine Zeichnungen, keine Fotos von Größe 36, die vielleicht eine große Brust drin hat, sondern echte Körper, wo halt alles anders ist als bei einer Standardfigur. Ich glaube, das braucht es. Und dass es auch manchmal jemanden braucht, der einem erklärt, warum ist das so. Also, dass man nicht nur eine Falte sieht und man sieht die genauso in einem Buch und dann macht man die Änderung und dann sitzt es. Das ist schön für das Teil, aber was mache ich beim nächsten Teil? Was mache ich bei meiner Freundin, wenn ich deren Teil nähen möchte und wieder irgendwas auftritt? Da fehlt halt, dass einer dir vielleicht einmal kurz erklärt, warum tritt dieser Fehler auf? Also woran genau liegt das? Und ich glaube, das ist was, ja, das ist wahrscheinlich schwierig, sich selber beizubringen. Ja, voll. Was sind denn so häufige Fehler, die du siehst?
Und so, also so typische Passformfehler. Ganz typisch ist zu viel Länge im Rückenteil bei Oberteilen. Also das ist so ganz, ganz typisch. Das sieht man, wenn dann hinten im Rücken sich alles so staucht und krumpelt, so im Taillenbereich. Das ist was, das ist auch sehr, sehr, also das ist was, was schwer ist als Laie zu verwirklichen, schon im Grundschnitt, weil man da was berechnen muss. Wenn man das Wissen hat, wie man das macht, dann ist es gar kein Problem. Und auch diesen Fehler zu beheben, ist gar kein Problem, aber das ist auf jeden Fall was, was oft vorkommt. Dann ganz klar so Bauchzonen, also jeder, der irgendwie einen ausgeprägten Bauch hat oder in dieser Zone, sage ich mal, ein bisschen ausgeprägter ist, das ist oft schwierig, in Grundschnitten schon unterzukriegen. Passiert ganz oft, dass da halt Passformfehler entstehen, also Spannungen, einfach zu wenig Platz um den Bauch rum ist. Und Bei Oberteilen meinst du oder bei Hosen? generell Hosen, Oberteile, Röcke, man unterschätzt das. Also man denkt, okay, dann mache ich halt beim Rock irgendwie, gebe ich halt mehr Weite rein. Aber so ein, auch ein Rock und auch eine Hose, auch da muss man einen Bauch einfach berücksichtigen durch verschiedene Abnäherlegungen, Nahtführungen etc. Ja, und natürlich jeder, der irgendein Extrem in seinem Körper hat, also was wir viel haben, ist zum Beispiel eine Asymmetrie, also eine Schulter höher als die andere, haben super viele Frauen, ist fast schon normal, kaum körpersymmetrisch. Oder eine sehr, sehr große Brust im Vergleich zu einem schmalen Unterkörper. Das ist auch was, was wir viel haben. Und ja. Sind es dann immer nur so Extremfiguren, die Probleme mit der Passform haben? Nee, auf jeden Fall nicht. Also wir haben ja wirklich, das ist ja das Spannende bei uns. Also ich beschäftige mich ja von ganz, ganz schmalen Figürchen, ohne Rundungen, ohne irgendwelche Erhebungen bis zu sehr voluminös, großes Gesäß. Also da ist ja alles bei und jeder hat so seine eigenen Zonen, die er bearbeiten möchte, weil man möchte auch mit einer Standardfigur und Standard, also gibt es sowieso nicht, Standardfigur ist eine Erfindung der Modeindustrie, aber auch jemand, der sehr schmal ist, möchte gewisse Dinge in der Hose, im Rock oder im Oberteil verwirklicht haben, die man einfach nur mit einem Maßschnitt hinkriegt. Und auch eine schmale Figur hat seine Problemzonen, wie zum Beispiel eine zu lange Schrittnaht in der Hose oder Stoff, der einfällt überm oder unterm Gesäß, bei einem Oberteil. Also auch schmale Figuren oder jemand mit wenig Rundung oder wenig Brust hat auch Passformprobleme. Die sehen halt anders aus und müssen anders bearbeitet werden. Und halt das größte Thema, jeder will sich ja auch, also jeder hat Ansprüche an seine eigene Passform und die sind da, egal was für einen Körper man hat. Also es ist ja so, dass super viele Hobbynäherinnen versuchen, sich das Wissen selber anzueignen. Die haben dann merken mit der Zeit, okay, die gekauften Schnittmuster passen nicht mehr so. Vielleicht haben sie früher besser gepasst oder manchmal ist es auch einfach nur, dass der Anspruch irgendwann steigt, weil man natürlich auch viel Zeit ins Nähen steckt und dann möchte, dass es dann auch wirklich sitzt. Und dann kommt so irgendwann die Erkenntnis, aha, okay, mit Standardschnitten kann das gar nicht funktionieren, weil mein Körper ist einfach anders, fast jeder Körper ist anders. Und Schnittkonstruktion ist die Lösung. Das heißt, ich muss meinen eigenen Schnitt konstruieren. Ich vermesse mich, ich stelle den mal auf. Und ganz viele versuchen, ja, das erstmal selber ist ja auch total legitim, dass man sich erstmal ein Buch kauft oder vielleicht auch einen Grundschnitterstellungskurs mal mitmacht. Und trotzdem sind sie aber nicht so ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Was denkst du, warum ist das so? Also ich glaube, erstmal ist das selber ausprobieren, selber Maß nehmen, selber konstruieren, rumprobieren, ist sowieso total gut. Also egal, was für eine Leidenschaft man hat, dass sich selber da durchwursteln, ist total wichtig, um ganz viel schon zu verstehen, ganz viel schon zu lernen und vielleicht auch selber zu merken, okay, das ist ein Punkt, wo ich vielleicht Hilfe von außen brauche oder irgendwie eine Meinung von außen oder dass da nochmal eine dritte Person, wie auch immer, drüber guckt. Ich denke zum einen gerade bei Leuten, die gerne nähen und gerne Kleidung nähen, also jetzt nicht nur Taschen oder irgendwas, sondern Kleidung nähen, steigt zum einen der Anspruch mit der Zeit. Also ich glaube,
Jeder kennt das, der anfängt zu nähen. Das erste Teil sieht einfach nicht aus wie das 10. Teil. Da verändert sich was, der Anspruch steigt. Man sieht mehr, je mehr man arbeitet in einem Bereich, desto mehr sieht man auch und desto kritischer wird man vielleicht auch mit seinem Produkt oder mit seinem Wissen, mit seinem Können und desto neugieriger wird man natürlich auch. Also das ist zum einen was wir ja auch beobachten bei unseren Teilnehmern. Und das Hauptthema beim selber rumprobieren ist oft, dass man es vielleicht hinbekommt, ich sag mal, Symptome zu bekämpfen, also irgendwelche Falten wegzubekommen, Beulen wegzubekommen, wie auch immer. Aber man hat vielleicht dahinter nicht verstanden, warum das überhaupt entsteht. Und man kann es gegebenenfalls nicht anwenden auf das nächste Teil oder auf die nächste Figur, für die man was näht. Und das ist einfach, glaube ich, die Hauptursache dafür, dass man, oder, also ich will nicht sagen, dass man nicht von alleine auf eine richtig gute Passform kommen kann, aber es macht es auf jeden Fall schwieriger. Der Prozess ist länger, als wenn man wirklich versteht, warum passiert das, woran liegt das, und wo genau setze ich an, damit das Problem behoben wird. Ja, voll. Und es gibt ja auch immer einen Grund, also es gibt ja immer eine Ursache für das, was man dann als Symptom sieht. Und ich, gerade am Anfang hat man so das Gefühl, so, es gibt unendlich viele Passformfehler und es gibt unendlich viel, was man da im Schnitt ändern kann. Aber es sind ja immer wieder die gleichen Themen eigentlich, es sind immer wieder die gleichen Dinge. Und wenn man mal verstanden hat, okay, wo muss ich überhaupt hinschauen oder wohin zeigt die Falte, wohin zieht der Stoff, und wirklich das Verständnis entwickelt und auch Zusammenhänge versteht, dass man dann halt ganz gezielt auch sagen kann, okay, so geht dann die Änderung und ich verstehe wirklich, warum, und das macht alles Sinn und deswegen kann ich es dann auch einfach immer wieder anwenden. Und wenn man einmal das Prinzip verstanden hat, so dass das dann halt auch nicht mehr schwer ist. Ja. Ja, wenn man dann einen passenden Grundschnitt hat, dann ist man ja noch nicht so richtig am Ziel. Also das Endziel ist ja, man möchte jetzt Kleidungsstücke umsetzen und ich habe vielleicht eine Idee von einem ganz speziellen Kleidungsstück. Ich habe irgendwas gesehen oder ich design mir das selbst und möchte das dann genauso haben. Ich habe einen Stoff ausgesucht. Was kommt dann, also dann habe ich meinen Grundschnitt, den möchte ich jetzt dafür verwenden. Was kommt dann so für typische Probleme auf, wenn man dann das Kleidungsstück halt umsetzen möchte oder nähen möchte? Also das Hauptproblem ist, glaube ich, wo fange ich an? Also, mit was fange ich jetzt an, damit ich auf dieses Teil komme? Bringe ich da mehr Weite rein oder bringe ich da erst mehr Länge rein? Oder also wo fange ich überhaupt an? Man sieht da so einen Berg, je nachdem wie kompliziert das Teil ist, was man sich da als Design rausgesucht hat. Irgendwie sieht man dann so einen Berg an, oh Gott, ich muss so viel machen und weiß halt nicht, wo man anfangen soll. Das ist, glaube ich, mit so das die größte Hemmschwelle, um überhaupt erstmal anzufangen. Wenn man dann angefangen hat und man hat geplant, im besten Fall, also legt nicht einfach drauf los, sondern plant ein bisschen, wie mache ich was, in welcher Reihenfolge, was macht Sinn, dann ist, glaube ich, oft das Problem, genau zu wissen, wo setze ich was an. Also wenn ich eine Teilungsnaht haben will, von oben nach unten, wo setze ich die an? Also mache ich die 2 Zentimeter von rechts oder 5 Zentimeter von rechts? Das heißt, die Ausführung an sich, selbst wenn man sehr viel Wissen hat, also ich weiß, wie ich eine Teilungsnaht in einen Teil rein konstruiere, ich weiß, wie ich aus einem klassischen Ärmel einen weiten Ärmel mache, dann bedeutet das trotzdem nicht, dass man in dem Moment auch weiß, wie viel weiter mache ich das, wo genau setze ich die Teilungsnaht an. Also dieser kleine, also ich sag mal, dieser kleine Step von all das Wissen, was man vielleicht hat, dann auch wirklich umzusetzen, strukturiert, und dass man dann auch wirklich an das Ziel kommt, was man sich halt vorgestellt hat. Ich glaube, das ist mit so das Hauptproblem. Dann ganz klar Stoffwahl. Also jeder Stoff bringt seine Tücken mit. Für diesen Schnitt den richtigen Stoff auszuwählen, aber auch andersrum. Also wenn ich einen Stoff habe, aus dem ich ein Design machen will, was für einen Schnitt mache ich dafür? Und da ist es einfach ganz wichtig, nicht nur den Schnitt, sondern auch den Stoff nach Faktoren zu untersuchen. Also nicht nur zu gucken, wie dick ist der Stoff, wie schwer ist der, sondern wie fällt der auch. Habe ich einen sehr fließenden Stoff? Habe ich einen Stoff, der steif ist, der von alleine steht?
Genau andersrum habe ich einen Schnitt mit sehr vielen Schnittteilen, habe ich einen Schnitt, der sehr weit geschnitten ist. All das sind ja Faktoren, die man einfach beachten muss. Und ich glaube, dass das schwierig ist für Leute, die sich halt nicht tagtäglich mit Schnitten, Stoffen, Anfertigungen etc. auseinandersetzen, dass das schwierig für die ist, das zusammenzubringen und auch zu wissen, wonach untersuche ich den Stoff jetzt, also auf welche Faktoren achte ich da und das alles zusammenzubringen, also Schnitt, Stoff und gegebenenfalls auch noch die Verarbeitung. Und da ist es einfach super schön, ja, einfach vorgegeben zu kriegen, worauf achte ich, worauf muss ich achten, was kann ich vielleicht auch außer Acht lassen und wie kriege ich Schnitt und Stoff am besten und am praktischsten und auch am einfachsten zusammen, dass es halt auch wirklich funktioniert. Ja, voll. Weil es gibt ja gewisse Faktoren, die halt total wichtig sind zu berücksichtigen. Andere sind wiederum nicht so wichtig. Und da einfach zu wissen, okay, ich habe ein bisschen Elastan im Stoff, dann kann es vielleicht sein, dass ich Abnäher auch weglassen kann oder ich muss den Schnitt ein bisschen proportional verkleinern. Oder es gibt einfach so ganz spezielle Dinge, die man dann tut. Und dann sitzt das halt am Ende auch, so wie man sich es vorgestellt hat. Und es kommt nicht so eine Überraschung bei raus. Man näht das ganze Teil und am Ende sieht halt ganz anders aus, als man wollte, oder plötzlich stimmt dann die Passform wieder nicht, obwohl man ja eigentlich einen Grundschnitt genommen hat, der richtig, richtig gut war. Ja, Ja. genau. Und wenn man dann das Wissen hat und von Anfang an schon gewisse Dinge im Schnitt berücksichtigt für seine Stoffwahl, dann muss man auch nicht immer ein Probeteil machen. Also wenn man jetzt was total Abgefahrenes sich an Design überlegt hat, ist es sicherlich nicht schlecht, gewisse Dinge mal auszuprobieren in dem Stoff, Drapierungen, irgendwelche verrückten Teilungsnähte. Aber an sich, wenn man richtig perfekt sitzenden Grundschnitt hat, weiß, worauf man achten muss bei der Abwandlung, um auf sein Design zu kommen, dann reicht das, wenn man das Teil mit genug Nahtzugabe zuschneidet und im Original direkt anprobieren kann, was super viel Zeit spart, das spart Frust, das spart im besten Fall auch Stoff, wenn man nicht, also man kennt sicherlich, dass man irgendwelche Teile auch in die Mülltonne werfen muss, weil es halt von der Passform her so schlimm ist oder weil man so wenig die Stoffdicke zum Beispiel mit eingerechnet hat. Und das ist, also das ist ein Riesenvorteil im Prozess und das bringt auch Spaß. Also man kann sich dann, wenn der Grundschnitt steht, was auch Spaß bringt. Aber wenn der Grundschnitt steht, dann kann man sich halt ans Design machen und kann sich nur noch darum kümmern, seine Vorstellungen umzusetzen und kreativ zu werden. Ja, und was ist, wenn sich jetzt der Körper mit der Zeit nochmal verändert und einem passt irgendwann der Grundschnitt so nicht mehr? Was macht man dann? Ja, passiert oft. Also je nachdem, wie alt man ist, durchläuft man ja auch verschiedenste Phasen. Also von Jugendalter zum Erwachsenwerden, dann kommen die Kurven oder auch nicht, je nachdem. Dann vielleicht Schwangerschaften, wo du, selbst wenn alles durch ist, kann es gut sein, dass sich der Körper für immer verändert hat. Dann im Alter sind Körperveränderungen ganz normal. Also das passiert bei uns Frauen gerade viel und auch diese Veränderung von morgens zu abends haben wir auch, also bei Frauen auch ganz normal. Ich sag mal so, bei einer extremen Körperveränderung würde es sicherlich Sinn machen, einen neuen Schnitt aufzustellen. Also jemand, der 40 Kilo abgenommen hat, der braucht natürlich einen neuen Schnitt, ist ganz klar. Aber kleine Körperveränderungen, wie zum Beispiel eine Brust, die größer geworden ist, vielleicht durch eine Schwangerschaft oder ein bisschen Gewichtszunahme, kann man auch in seinem Grundschnitt abwandeln. Hüftspeck, der rankommt oder wieder abkommt, kann man auch in seinem Grundschnitt abwandeln. Die Längen an sich verändern sich kaum bis gar nicht. Also auch wenn man zu oder abnimmt, die Längen an sich bleiben immer relativ ähnlich. Von daher ganz, ganz viel kann man an Körperveränderungen schon in seinem Grundschnitt abändern. Alles, was super extrem wird, ganz klar, braucht einen neuen Schnitt. Passiert aber ja auch eher selten. Und wenn, ist da auch Zeit zwischen. Ja, voll. Man beschäftigt sich ja super viel mit seinem Körper, also analysiert den und baut den halt in den Schnitt mit ein. Das ist ja, also, das ist ja notwendig, um einen Schnitt zu konstruieren, der halt passt. Du arbeitest ja ganz viel mit Leuten und hilfst ihnen dabei, den Prozess zu durchlaufen. Merkst du da eine Veränderung in der Körperwahrnehmung bei den Leuten?
Auf jeden Fall. Also das eine, was total spannend ist, ist die Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung. Also das ist, glaube ich, ein Prozess, den jeder bei uns durchläuft, sich einmal Fotos von sich zu machen und von außen rauf zu gucken und dann halt auch jemanden, also ich dann als zweite Person, auch noch mal raufgucken zu lassen. Das gibt schon so viele Erkenntnisse und ich weiß, dass ganz, ganz viele Teilnehmerinnen allein dadurch schon Aha-Erlebnisse hatten. Also, aha, deswegen habe ich immer diesen Zug in dem Oberteil. Haben sie einfach selber nicht gesehen. Und das ist ganz normal. Also Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung geht total auseinander. Und ich bemerke einfach, dass dieses ganze Körperthema unemotionaler betrachtet wird mit der Zeit. Also es geht nicht darum, seinen Körper so und so zu betrachten und zu verändern, dass der irgendwo reinpasst, sondern es geht halt darum, wir betrachten den Körper so, wie er ist und das ist alles gut so und wir machen für diesen Körper einen Schnitt, in dem man sich wohlfühlt und der richtig gut sitzt und der auch die eigenen Ansprüche bedient. Also jeder will auch was anderes tragen, jeder fühlt sich in was anderem wohl und das ist halt das Schöne beim selber Grundschnitt erstellen. Und ja, also ich weiß von mir selber, dass dieser Prozess, sich einfach mit seinem Körper auseinanderzusetzen, auf so eine eigentlich schon so analytische, rechnerische Art und Weise, also sehr objektiv, eine sehr trockene Art und Weise, sich damit auseinanderzusetzen, das hat bei mir persönlich ganz viel Akzeptanz einfach mitgebracht. Also gewisse Dinge sind halt so, wie sie sind und ich muss jetzt halt einen Schnitt machen, der dazu passt. Und nicht andersrum, nicht ich ziehe die Hose an und ach, ich muss ein Kilo abnehmen, damit ich da reinpasse. Und das beobachte ich bei vielen Teilnehmern, also oder Teilnehmerinnen, die vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen Probleme hatten, ein Foto reinzustellen, was ich dann betrachte und die aber nach der ersten Änderung, da wird nie wieder drüber geredet, weil also das muss sein. Ich muss darauf gucken und die sehen auch, was für ein Ergebnis das bringt. Und es ist eine total wohlwollende, angenehme Stimmung. Und es geht halt einfach nur darum, einen richtig, richtig guten Schnitt für diesen Körper zu entwickeln. Und um mehr geht es nicht. Und ja, das ist sehr, sehr schön zu beobachten. Voll schön. Was macht für dich so die Arbeit aus? Also zum einen natürlich mein Wissen weiterzugeben. Also ich glaube, jeder, der irgendwie eine Leidenschaft hat, der findet das einfach toll, das weiterzugeben und vor allem an Leute weiterzugeben, die richtig, richtig Lust darauf haben. Also alle unsere Teilnehmerinnen teilen die gleiche Leidenschaft. Also alle sind da aus der gleichen Motivation. Alle haben richtig Lust dazu zu lernen, auch egal mit welchem Wissensstand sie bei uns ankommen. Jeder will diesen Wissensstand einfach nochmal erhöhen. Und das ist halt super, super schön für mich, die Leute da abzuholen, wo die sind, mich darauf einzustellen, weil nur so kann man richtig, richtig gut lernen. Und natürlich ist es für mich total toll, diese Stimmung in der Gruppe mitzuerleben, wie die sich gegenseitig motivieren, und was auch dabei rauskommt. Also jemand, der startet mit einem Satz wie, ja, ich fange mal mit dem Oberteilthema an, aber ich weiß sowieso, das wird nichts. Ich trage sowieso keine Kleider. Und der dann endet mit einem Grundschnitt, der richtig gut sitzt und sagt, ja, ich habe mir jetzt schon Jeanskleid genäht, ich ziehe das jetzt an. Also das ist für mich, das ist halt voll die Belohnung am Ende. Und ja, einfach so zu sehen, wie jeder mit so viel Freude dabei ist und Ergebnisse erzielt, mit denen sie zufrieden sind und wo sie sich auch an Designs ranwagen, die sie vorher halt nicht anhatten. Also besser geht's nicht. Findest du das so selbstverständlich, dass jeder, der viel Wissen zu einem Thema hat, das gerne weitergibt? Ich glaube, es ist vielleicht nicht selbstverständlich. Also für mich oder für uns ist es selbstverständlich, weil es unsere Leidenschaft ist und unser Anliegen, das weiterzugeben und auch so viel wie möglich und so tiefgehend wie möglich. Aber ich glaube, dass gerade in unserem Bereich ist es gar nicht so einfach, an wirklich richtig gut strukturiertes, gefiltertes Wissen ranzukommen. Also zum einen gibt es viel, was man findet.
Also das Angebot ist viel und man kann vielleicht selber oft gar nicht richtig rausfiltern, was ist jetzt gut, was ist schlecht oder was nützt mir, was nützt mir nicht. Und ich kenne auch so, also ich weiß aus meiner eigenen, aus so eigenen Ausbildungsphasen, dass nicht jeder gerne seine Geheimnisse, sag ich mal, rausgibt und jeder, ja, und nicht jeder offen umgeht mit Wissen. Und ich glaube, das ist auch was, was bei uns viele Teilnehmerinnen wirklich schätzen, dass der Umfang an Wissen und wie es halt runtergebrochen ist. Also, dass man halt nicht online an mehreren Quellen und in Fachbüchern noch irgendwas sich zusammensuchen muss, sondern es ist halt an einem Ort und es ist alles da, was irgendwie in unseren Köpfen ist, wird auch präsentiert. Und ja, also ganz selbstverständlich ist es nicht, aber uns ist es auf jeden Fall ein Anliegen, das alles weiterzugeben. Also für alle, die das jetzt interessant fanden und auch Lust haben, ja, Schnittkonstruktion einfach mal in der Tiefe zu verstehen, einen Grundschnitt für sich zu erstellen, der wirklich, wirklich passt, zu lernen, worauf kommt es an, wenn man eine tolle Passform haben möchte und dann natürlich auch lernen möchte, wie man daraus Designs entwickelt und wie man einfach seine Ideen umsetzt, könnt ihr euch unter dem Video, findet ihr einen Link, könnt ihr euch ein Gespräch mit mir buchen, da finden wir raus, ob die Master-Akademie überhaupt für dich interessant ist, was für ein Vorwissen du schon hast, was du machen möchtest und ich erkläre dir einmal ganz genau, wie wir das konkret dann machen. Ja, ich danke dir, Josephine, für das schöne Gespräch. Gerne. Und ja, freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet.